Plätze im Verein Les Le Femmes. Ich hoffe, ich bin gut zu verstehen. Liebe Menschen, hallo an alle. Sehr gut, danke. Ja, wir alle sind heute hier, um für unsere Rechte zu kämpfen. Für unser Recht, frei und selbstbestimmt über unsere Sexualität zu entscheiden. Und für unser Recht, frei und selbstbestimmt über unsere Familienplanung zu entscheiden. Vor knapp 2 Jahren haben sich einige Frauen zusammengetan, einige Frauen, die genau für diese Rechte kämpfen und sich dafür stark machen. Sie haben den Verein gegründet, Lesben Leben Familie, Les Le Femmes. Lesben Leben Familie, das steht für lesbische Sichtbarkeit und für die Akzeptanz lesbischer Frauen und Regenbogenfamilien in der Gesellschaft. Familie ist, wo Menschen dauerhaft füreinander Verantwortung übernehmen. Welchem Geschlecht sie sich zuordnen, wenn überhaupt, ist dabei völlig nebensächlich. Familie ist, wo Liebe ist. Familien sind bunt und vielfältig und Regenbogenfamilien gehören dazu. Regenbogenfamilien, das heißt Familien mit lesbischen, schwulen, bisexuellen oder Transgender-Eltern, sind Realität. Entschuldigung, mein Kind ist gestolpert. Wir von Les Le Femmes wollen, dass diese Realität in der Gesellschaft ankommt. Wir wollen, dass sie abgebildet wird. Wir wollen, dass die Realität von Regenbogenfamilien in den Behörden ankommt. Wir wollen die Formulare in Jugendämtern, in Schulen und in Krankenhäusern nicht mehr umständlich an unsere Familienmodelle anpassen. Familien sind bunt und vielfältig und wir wollen, dass genau das in den Institutionen ankommt, mitgedacht wird und umgesetzt wird. Die strukturelle Diskriminierung fängt schon viel früher an, bei der Familienplanung. Wenn Menschen sich dafür entscheiden, frei und selbstbestimmt dafür entscheiden, miteinander eine Familie zu gründen, dann müssen sie eben auch Informationen und gegebenenfalls auch Unterstützung bekommen, ganz egal welcher Personengruppe sie angehören. Noch vor 30 Jahren gab es Fälle, bei denen lesbischen Müttern das Sorgerecht für ihr Kind entzogen wurde. Und auch heute, wir haben die Ehe für alle, aber wir sind längst noch nicht da, wo wir sein wollen. Ein Kind, das in eine gleichgeschlechtliche Ehe oder Partnerschaft geboren wird, ist immer noch nicht automatisch das Kind beider Mütter oder beider Väter. Gleichgeschlechtliche Eltern, die beide rechtliche Eltern sein wollen, müssen immer noch den Weg der Stiefkindadoption gehen. Selbst wenn das gemeinsame Wunschkind in diese Partnerschaft geboren wird. Kinder brauchen Liebe und starke Bezugspersonen. Wir von Lesben Leben Familie kämpfen gegen diese Bevormundung. Wir kämpfen gegen die entwürdigende Prozedur der Stiefkindadoption. Wir fordern, dass rechtliche Rahmenbedingungen für alle gelten. Natürlich auch für Regenbogenfamilien. Wir fordern die Gleichstellung und die rechtliche Absicherung im Abstammungsrecht und damit eben auch die rechtliche Absicherung für unsere Kinder. Also, macht mit, unterstützt lesbische Frauen, unterstützt Regenbogenfamilien, stärkt die Vielfalt, stärkt die Gesellschaft. Vielfalt statt Einfalt. Dankeschön.